Eierkuchen sind, ob süß oder pikant, auf der ganzen Welt zu finden. Besonders die französischen Crêpes sind ein beliebter Klassiker der Dessertküche. Geben Sie als erstes das Mehl in eine Schüssel und rühren Sie mit einem Schneebesen nach und nach die Milch unter, so dass nichts klumpt. Die Eier zugeben und gut verrühren. Wünschen Sie eine herzhafte Variante, können Sie nun zum Beispiel frisch gehackte Kräuter untermengen. Für die Geschmeidigkeit des Teiges etwas Öl oder flüssige Butter unterrühren. Und schließlich noch mit etwas Zucker und einer Prise Salz würzen. Nochmal rühren und den Teig etwa 10 Minuten quellen lassen. Zum Ausbacken eine spezielle Crêpe-Pfanne oder eine beschichtete Pfanne mit Öl auspinseln. Mit einer Schöpfkelle etwas Teig in die heiße Pfanne gießen und so schwenken, dass der Pfannenboden gleichmäßig dünn mit Teig bedeckt ist. Die Crêpe backen, bis die Unterseite leicht gebräunt ist. Dann wenden und auch auf der anderen Seite goldbraun backen. Aus der Pfanne nehmen und mit dem restlichen Teig ebenso verfahren. Währenddessen lassen sich die gebackenen Crêpe bestens im Ofen warm halten. Zum Schluss mit Zimtzucker bestreuen, falten und servieren. Die feinen Crêpes können Sie aber auch ganz nach Belieben flambieren, mit Konfitüre oder Apfelmus bestreichen oder mit frischen Früchten und Eiscreme füllen. Dazu noch selbstgemachte Schokoladen- oder Beerensoße reichen und genießen.